Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comac. Heute wird in unserem Pool die neue Folie eingebaut. Dabei nehme ich euch mit. Vorab muss ich noch einige Kleinigkeiten vorbereiten. Auch die zeige ich euch in diesem Video. Wenn ihr wissen wollt, was dabei zu beachten ist und wie man eine Folie in ein Betonbecken einbaut, dann bleibt dran, gleich geht's los. Der Umbau unseres Pools vom Stahlwandpool zum Steinbecken geht in die entscheidende, in die finale Phase. Heute wird endlich die Folie eingebaut und danach kann das Wasser eingelassen werden und der Badespaß kann beginnen. Die Wände wurden verputzt und bevor die Folie nun eingespeist werden kann, müssen einige Kleinigkeiten noch gemacht werden. Unter anderem habe ich hier oben vom Verputzen noch einige unsaubere Ecken. Die werde ich heute sauber abschleifen. Ich werde mir die Treppen noch einmal genauer anschauen und Fehlstellen entsprechend ausbessern. Auch die Einlaufdüsen muss ich noch mal nachbehandeln. Da hängt noch der Teflonfaden, das Teflonband vom Probelauf dran. Das muss alles gereinigt werden und anschließend die Düsen akkurat eingebaut werden. Und das Ganze zeige ich euch heute hier in diesem Video. Die Kanten an der Oberseite werde ich mit einer Schrubbscheibe abschleifen. Die Stellen, bei denen das nicht so gut funktioniert auf der Oberfläche, dafür werde ich diesen Schleifteller verwenden in Verbindung mit meiner Flex. Übrigens, alle Materialien findet ihr unten in der Beschreibung. In der Beschreibung findet ihr aber auch die Playlist zu diesem gesamten Projekt, denn vor einiger Zeit stand hier noch ein Stahlwandbecken, was im Laufe der Zeit Stück für Stück für Stück umgebaut worden ist in diesen Steinpool. Und wenn ihr wissen wollt, wie die einzelnen Werdegänge sind, schaut mal oben rechts, dort verlinke ich euch die Playlist, da könnt ihr euch jeden einzelnen Arbeitsschritt, jedes Video nochmal einzeln anschauen. Ich beginne nun mit dem Abschleifen der Kanten, anschließend werde ich meine Bitumenbahnen vom Poolhäuschen hier abschneiden. Ich werde den Teer darunter entfernen müssen, denn dieser Bitumen verträgt sich überhaupt nicht mit der Folie und danach kann der Einbau der Folie beginnen. Die Fehlstellen an den Treppenstufen, die habe ich verspachtelt und anschließend glatt verrieben. Auch an der Oberfläche habe ich noch einige Ausbesserungen vorgenommen, ebenso am Fußboden. Auch hier gab es noch einige kleinere Löcher, die ich aufgefüllt und anschließend verrieben habe. Ihr seht aber, es hat sich noch mehr getan, denn nach nunmehr 2 Monaten ohne echten Regen hat sich für heute ein schweres Unwetter angekündigt. Das passt natürlich perfekt. Genau heute muss es regnen, aber kein Problem. Ich habe mein 8x4 Meter Zelt aufgebaut, habe es verankert und so sollten die Arbeiten hier im Trockenen problemlos vorangehen. Übrigens,
Das wäre genau der richtige Moment, um mir mal ein Feedback zu geben. Wie findet ihr dieses Projekt? Wie findet ihr mein Video? Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefällt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, schaut mal hier unten in die Ecke. Dort findet ihr den Abo-Knopf. Einfach draufdrücken und keins meiner neuen Videos verpassen. Der erste Teil der Arbeit ist geschafft. Die Wände wurden mit der Poolfolie verkleidet. Als erstes wurden oben an der Kante Schienen angebracht und mit dem Untergrund fest verschraubt. An diesen Schienen wurde danach die Folie punktuell angeschweißt und anschließend flächig verschweißt und angedrückt. Zwischen der Folie und der Wand befindet sich ein Vlies. In meinem Fall sollten das 400 Gramm pro Quadratmeter sein. Wenn ich dagegen drücke, man merkt, dass das Ganze ein wenig weicher ist. Die Seiten wurden ebenfalls bereits miteinander verschweißt. Der Überstand sind gute 5 cm in einer Hohlkehle verlegt, auch der Boden. Heute geht es weiter. Die Treppenstufen, die Sitzbank und natürlich der Fußboden wird ebenfalls mit der Folie ausgelegt und anschließend mit den Seitenteilen verschweißt. Die Einbauteile werden normalerweise erst zum Schluss eingebaut. Bei der Lampe musste ich einen Kompromiss eingehen, denn ich war mir nicht sicher, ob das Kabel, welches zur Lampe dazugehört, lang genug ist, um bis auf die andere Seite hinüberzureichen und gleichzeitig genügend Kabel hier zu haben, um die Lampe im Falle einer Reparatur hier herauszuheben. Aus diesem Grund habe ich die Lampe bereits eingebaut und die Länge ist ausreichend. Der Skimmer befindet sich hier in dieser Öffnung. Man kann es, denke ich, ein wenig sehen. Der wird zum Schlussast eingebaut, genauso wie die Einlaufdüsen, denn wenn das Wasser einläuft, wird die Folie nach unten gezogen durch den Druck des Wassers
und straff gezogen. Und erst wenn das Wasser knapp unter den Einbauteilen liegt, erst dann wird das Einbauteil eingebaut, sprich die Folie eingeschnitten. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn ich hier fertig bin. Ein Tag noch und dann kann es endlich losgehen mit dem Anbaden. Was sagt ihr dazu? Gefällt euch das Projekt? Dann jetzt Daumen nach oben oder schreibt mir direkt doch mal einen Kommentar unter das Video. Und falls noch nicht passiert, den Abo-Knopf dort an der Seite nicht vergessen. Drei Wochen sind vergangen, seitdem das Becken mit Wasser befüllt wurde. Und der Wasserstand bleibt dort, wo er hingehört. Das Becken ist dicht. Die Folie wurde reihum eingeschweißt. An dem Boden, an den Seiten wurde die Folie zunächst mit einem Folienschweißgerät miteinander verschweißt, verklebt. Anschließend wurden die Nähte gereinigt und mit einem flüssigen Folienkleber nochmals nachversiegelt. Die Ränder sind über den Winkel hinweg ebenfalls verschweißt, so dass das Ganze absolut stabil ist. Der Winkel bzw. der komplette umlaufende Rahmen, an welchen diese Folie angeschweißt ist, ist auf der Innenseite mit einem Dichtstoff direkt hier verklebt worden, zusätzlich noch einmal verschraubt worden. Damit mir aber kein Wasser hinter diese Folie laufen kann, habe ich zusätzlich diesen Winkel noch einmal mit Silikon reihum abgedichtet. Die Treppenstufen sind mit einem anderen Material belegt. Es handelt sich hierbei ebenfalls um eine Folie, allerdings ist die deutlich aufgerauter, so dass keine Gefahr besteht, beim Betreten des Beckens auszurutschen, hinzufallen und sich zu verletzen. Diesen Bereich haben wir über die gesamte Fläche der Treppe als auch die Liegefläche an der Seite ausgelegt und mit dem blauen Untergrund verschweißt. Der Skimmer, die beiden Düsen als auch der Einbauscheinwerfer, der sich dort unten befindet, wurde ebenfalls in die Folie eingebaut. Hierzu wurde die Folie flächig angebracht und mit steigendem Wasserstand wurden dann die Einbauteile eingebaut, die Folie ausgeschnitten, damit die Löcher sich ergeben. Auch diese Bereiche sind nun absolut dicht. Ich habe die Temperatur meiner Wasserheizung auf 28 Grad Celsius eingestellt und ich denke, die Temperatur ist erreicht und wird auch seit mehreren Tagen gehalten, obwohl wir aktuell Außentemperaturen von gut 35 bis 37 Grad haben. Das Wasser ist also im Moment noch eine absolute Erfrischung. Nun, da der Pool bereits einsatzfähig ist, kann ich mir Gedanken machen, wie der Außenbereich, wie das Außengelände später einmal werden soll. Diesen Bereich hier hinten, die Aussparung vom alten Stahlwandpool, werde ich auffüllen und das Terrassendeck herumziehen. Ebenfalls werde ich das Terrassendeck über das Dach vom Poolhäuschen an der Seite entlang herumziehen und dann hier auf diesen Bereich wieder zurück. Die Ränder werde ich belegen. Ich bin mir im Moment noch nicht wirklich sicher, ob ich das Ganze mit Abdeckstein, mit speziellen Poolkantenstein oder kräftigen Fliesen, Fensterbänken, wie auch immer, machen soll. Wichtig ist mir aber, dass der Stein über den Beckenrand hinausschaut. Denn ihr seht es hier recht gut. Die Wasserstandskante von hier bis an die Oberfläche ist nicht sehr hoch. Wir reden hier von gut und gerne 5 cm. Wenn man nun kräftig im Wasser planscht, wird ein Großteil des Wassers über den Beckenrand hinausfallen, fließen und dann dort eben verloren gehen. Wenn die Steine nun aber hier überstehen, einen gewissen Teil, würde das Wasser, welches von unten dagegen schlägt, wieder zurück in den Pool gelangen. Das ist mein Ziel. Diese Baustelle werde ich aber erst später angehen, im Laufe des Herbst, vielleicht sogar erst im nächsten Jahr. Ich bin aber gespannt, welche Ideen ich hierzu von euch bekomme. Schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare, wie ich das Ganze sinnvoll, praktikabel und vor allen Dingen auch bezahlbar lösen kann.
Weiterhin würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir grundsätzlich ein Feedback zu meinem Projekt und zum Bau des Pools als auch meinem Video hier geben würdet. Schaut doch einfach mal in die Playlist unter dem Video. Dort findet ihr mittlerweile über 10 Teile vom Abriss des alten Pools, des alten Stahlwandpools, der sich hier befunden hat, bis zum heutigen Zustand und natürlich auch noch darüber hinaus. Ich hoffe, mein Video war informativ und unterhaltsam für euch. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr das auch so seht, würde ich mich riesig drüber freuen. Schaut zusätzlich in die Beschreibung. Einige Links habe ich dort gesetzt zu anderen Videos, zu externen Quellen und natürlich zu den Materialien, die ich hier verbaut habe. Wenn ihr also auf der Suche seid und Teile benötigt, einfach anklicken, gleicher Preis für euch und eine kleine Bonifikation für mich und meinen Kanal. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Gleich kommt noch eine kleine Fotostrecke. Bleibt einfach dran. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.